Da geht mir richtig das Herz auf, wenn ich die beiden süßen Grafikboys da sehe. Wir machen live direkt weiter, und zwar mit dem Mobile Games Check. Und ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das könnte heute die beste Folge aller Zeiten werden. Mobile Games Check wird euch präsentiert von Summoner's War. Mobile Games Check, was geht ab? Das beliebteste Format auf Rocket Beans TV live heute am Mittwochabend. Und was geht ab, Chat? Seid ihr gut drauf? Ich bin gut drauf. Seid ihr gut drauf? Ich sehe schon hier wieder richtig gute Jokes. Kommen meistens aus der Twitch-Ecke, habe ich das Gefühl. Was ist los, YouTube? Ich freue mich richtig auf die Sendung heute, weil ich habe ein paar Spiele. Ich habe echt gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich alle überhaupt durchkriege, weil die so Spaß machen, dass ich euch gerne viel zeigen möchte. Aber dann komme ich nicht zu allen Spielen. Ja, das sind die Schwierigkeiten eines Moderators. Muss euch nicht interessieren. Deshalb, ohne groß rumzulabern, fangen wir doch einfach direkt an. Und wir fangen an. Was fangen wir denn an? Was Leichtes. Was Leichtes. Wir müssen ja einen Spannungsbogen bauen. Fangen wir mal an mit zum Reinkommen. Ein Spiel, das sich Frost nennt. Ihr wisst es ja, ich mag bei meinen Handyspielen auch gerne so Sachen, die ja so einfach ein Zeitvertreib sind. Ich sag immer Bushaltestellenspiele oder Wartezimmerspiele. Und huch, wieso sind wir denn schon hier? Da will ich ja noch gar nicht hin. Wir gehen mal schön an den Anfang zurück. Und Frost ist so ein Spiel. Ich würde es im weitesten Sinne als ein Denkspiel betiteln, aber es hat auch etwas sehr Beruhigendes, es hat was Schönes. Lasst das doch erstmal ein bisschen auf euch wirken. Ziel des Spiels ist es, diese Geisterhand zeigt es schon, wir müssen diesen Lichtstrom in den Kreis lenken. Und das passiert auf eine quasi organische Art, nämlich wenn ich so rüber swipe, ihr seht hier, glaube ich, diese Gesten, ne? Also beziehungsweise ihr seht durch den helleren Bereich, wie es sich verteilt. Das Licht wird diffus und wenn ich jetzt so einen Bogen darüber mache, dann zapfe ich das sozusagen ab und der Strom fließt da so hin und macht den Kreis voll. Das war Level 1. Es wird natürlich immer komplexer und interessanter. Ich gehe schon langsam in so eine leichte ASMR-Stimme rein. Oha, hier haben wir zwei Strahlen. Was passiert denn, wenn man einfach mal jetzt hier so in den Kreis und dann machen wir so eine Spirale? Dann wird man sehen, wenn man es nämlich nicht richtig macht, so wie hier. Na, reicht doch. Wenn es nämlich nicht reicht, dann geht dieser gelbe Kreis wieder zurück. Und dann müssen wir vielleicht nochmal hier nochmal einen Schwung Licht da reinschaufeln. Oha, jetzt sind wir zwei Kreise, was machen wir denn da? Dann müssen wir diesen dicken Strahl wohl aufteilen. Ein bisschen hier rüber, ein bisschen hier rüber, ein bisschen hier rüber, ein bisschen Schwung machen. Super entspannt und es macht wirklich, also ist natürlich immer schwer zu sagen, aber es funktioniert sehr gut, dieses Streichen und wie dieses Licht so sehr sensibel in den Kreis fließt, das funktioniert sehr gut. Was haben wir denn hier? Hier haben wir sehr diffuses Licht. Ich würde es erstmal bündeln, nämlich hier sehr stark einen Kreis mache und dann in die Mitte gehe. Ja, das war noch nicht ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. So. Jetzt haben wir hier zwei Kreise mit unterschiedlichen Farben und natürlich unterschiedliche Farben bei den Lichtströmen. Gelb muss zu gelb und blau muss zu blau. Aber ihr seht, es wird komplexer. Ich hier gar nicht richtig. Das schaffe ich es nicht. Vielleicht andersrum.
den falschen Weg vielleicht gewählt. So rum. Das macht mehr Sinn, glaube ich. So, also so hundertprozentig, muss ich sagen, hat sich mir auch noch nicht ganz erschlossen. Wieso jetzt es nicht reicht? Ich zapf hier zu, vielleicht muss ich die erst außen rumlenken. Machen die blauen nochmal, geht nochmal euren Weg hier. Und dann nehmen wir den, dann bündeln wir das hier wieder. Nee, ach fuck, das ist ja blau. Aha, sieht ganz gut aus. Jetzt Nachschub, Nachschub, Nachschub. Was? Wieso gehen denn die Gelben jetzt zu den Blauen? Vielleicht mache ich es mit zwei Fingern besser. Das war wieder der Vorführeffekt hier. Okay, wir müssen einen größeren Bogen machen, sagt Chat. Ich starte nochmal neu. Größerer Bogen, aber warum? Größerer Bogen. Ich glaube, ich muss die Bahnen besser zeichnen. Ist das konzentrierter, gebündelter irgendwie? Ist vielleicht die Bahn zu breit? Nee, weil wir die hier nicht mitnehmen. Wir müssen alles da in diesen Strom reinkriegen. Jetzt, oder? Okay, gelb haben wir gleich. So, und jetzt blau. Da wieder Geld. So, jetzt. Boah. Das war aber schwer. So, eins machen wir noch. Wo ist hier der Haken? So, eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, wie viele Level es gibt, aber es wird halt immer schwieriger. Das gucke ich mir noch an. Man ist tatsächlich auch immer so ein bisschen neugierig, was sie sich als nächstes haben einfallen lassen. Da komme ich nicht durch, also wir müssen das irgendwie... Und dann hier wieder zusammenführen und da rein. Das könnte reichen. Nein. Schnell. Ach, Schub. Das reicht. Boah, was? Jetzt aber. Okay, das soll es mal gewesen sein. Ich gucke mir nur das Level an. Ich spiele es nicht, ich will es nur sehen. Ich will es nur sehen. Ich will es nur sehen. Ein kleiner und ein großer und ein ganz dünner Strahl. Okay, das war's. Das Spiel nennt sich Frost. Ich finde es sehr angenehm, macht Spaß. Allerdings 4,99 €. Muss man sagen, ist für so ein, ja, jetzt kein spektakuläres Spiel, eher sowas Meditatives, ist ja vielleicht schon vom Preis her recht hoch, aber ihr gebt dem Ganzen 2,9. Also insofern finde ich, ja, ganz nett zum Einstieg. Übrigens, heute habe ich tatsächlich einige Spiele dabei, die Kohle kosten, weil das letzte Mal habt ihr euch beschwert, Gacha-Spiele und Pay-to-Win und so ein Kram. Und jetzt habe ich mir gedacht, heute stelle ich euch einfach Spiele vor. Ehrliche Spiele, ihr zahlt ein bisschen was, ihr kriegt ein Spiel, dann Deal. So, dann machen wir doch mal direkt weiter mit dem Spiel Townscaper. Das ist ein schönes Spielchen. Auch hier, wir steigern uns gleich in Sachen Aufregung. Ich fange erstmal mit den meditativen Sachen an. Dieses Spiel hat, glaube ich, auch Preise gewonnen.
Ehrlich gesagt ist es kein richtiges Spiel. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Es macht einfach nur Bob. Es ist Bock. Es macht Bob. Es ist, wenn ihr diese Bläschen von, wie heißen diese Luftbläschen von Paketverpackungen oder so kaputt macht. So ungefähr nur mit Häusern. Einmal getippt, entsteht hier so eine kleine Insel. Wenn ich daneben tippe, verbindet sie sich. Aha, wir haben einen Platz. Einen großen Platz. Was passiert, wenn ich denn nochmal auf den Platz tippe? Ein kleines Häuschen, guck mal. Noch ein Platz? Das gibt's doch gar nicht. Guckt euch das mal an. Und das ist im Prinzip das gesamte Spiel. Ihr könnt hier eine Stadt bauen. Ich kann natürlich hier die Farbe ändern. Zum Beispiel bauen wir jetzt mal blaue Häuser auf den roten Häusern drauf. Es verbindet sich immer weiter. So, und jetzt machen wir so. Und ich weiß nicht genau, was der Sinn dieses Spiels ist, außer, dass man nicht mehr aufhören kann, das zu tun. Man ploppt einfach immer weiter, wechselt mal die Farbe, baut was Neues. Man kann sich auch hier so ein Raster anzeigen lassen. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man das so, dann sieht man, dass man hier noch so bauen kann. Ich weiß nicht, was es ist, aber dieses Spiel hat es mir irgendwie angetan. Und hier wohne ich, auf dieser kleinen Insel. Dann reinzoomen. Doch schön, guck mal, da sitzen kleine Vögelchen auf den Dächern. Und wenn es dir nicht gefällt, dann baust du hier nochmal neu um. So zum Beispiel. Oder hier, die Ecke gefällt mir nicht. Machen wir ein bisschen. Kombinieren wir das. So vielleicht. Irgendwie auch ganz nice, oder nicht? Kannst du noch Tageslicht verändern? Kannst dir das in so einem 3D-Model angucken, beziehungsweise ohne Texturen? Und dann kann man das Ganze noch, natürlich noch abspeichern. Keine Ahnung. Finde ich irgendwie ganz nice. Mehr ist es nicht. Kommt nichts mehr. Das ist es. Das ist das Spiel. Aber irgendwie, ihr müsst mal ausprobieren, kostet auch Geld. Aber macht Bock, ich weiß nicht, und ich finde irgendwie faszinierend, also wahrscheinlich, ich bin ja kein Programmierer, aber irgendwie, also die eine Gehirnhälfte sagt mir, das ist ja super simpel, und die andere sagt, das muss ein Genie gewesen sein, der diese Engine irgendwie entwickelt hat. Ich verstehe es nicht. Wie hoch kann man denn gehen? So, das ist das Höchste, guck. Das ist, glaube ich, das Höchste. Jetzt haben wir hier so ein Turm. Den kannst du natürlich auch dann wieder auffüllen. So, was sagt der Chat? Note da. Let's go. 4,99, ja, auch nicht ganz günstig. Aber das sind halt diese Spiele, davon 2,4. Seht ihr mal. Ja, ihr seid halt auch Künstler. Chat. Für mich seid ihr Künstler, und ein Künstler erkennt einen Künstler. Das ist ein Kunstspiel. Deshalb ist es auch so teuer. Ihr ernährt damit quasi einen Künstler. Also Townscaper, auch eher was Ruhiges, aber es ist, wie gesagt, ne, plopp, 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 plopp. Keine Ahnung. Kann man machen. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und was mache ich denn jetzt? Wie viel Zeit haben wir denn? Bist du, gar nicht so viel Zeit. Dieses Spiel nennt sich
Bring You Home und ist einer meiner Top-Favoriten heute. Ich find's mega süß und mega clever auf eine gewisse Art und Weise. Und man denkt, es ist eigentlich super easy, aber es ist gar nicht so easy. Bring You Home. Wir schauen mal rein. Und zwar natürlich von. Oh nee, warte. Kann ich ein neues Spiel anfangen? Was ist denn das hier? Neustart, ja. So. Kommt kein Sound? Okay, ich starte nochmal neu. Habt ihr hier Sound? Oh nee, ich habe auch keinen Sound mehr. Hört ihr das auch nicht mehr? Okay, woran liegt's? Wir haben keinen Sound. Sound muss sein bei dem Spiel. Ich starte nochmal neu. Jetzt, ne? No. Ist das die Mütze von Goofy? Aber dann wurde es Nacht. Ist das das Portal von Rick and Morty? Nein, die Schweine. Das darf nicht wahr sein. Guckt euch das an. Und die hauen ab durch das Portal. Ey! Tot. Das war das Spiel? Nein. Und jetzt beginnt der Clou. Wir können zurückspulen und wir können eine alternative Realität schaffen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn da nicht ein Holzfass steht, sondern ein Heuwagen? Und damit habt ihr schon das Spielprinzip von Bring You Home verstanden. Er läuft einfach erstmal durch die Level. Aber nein, das Seil reißt. Oh. Was machen wir? Hier gibt's Pilze, eine Rake. Eine Ranke, nicht eine Rake. Was ist mit diesen Dingern? Nein, das war's nicht. Das ist die kaputte Ranke. Die Pilze sind's, oder? Nee, der letzte Pilz hält nicht. Das muss es sein. Oh, jetzt kann ich zwei Sachen austauschen. Jetzt wird es langsam kompliziert. Die Axt und der Baum. Der Baum und der Baum. Mal gucken, was dann passiert. Apfelkorb. Ja, er klettert hoch am Baum mit dem Korb. Nein, der Ast reicht nicht. Vielleicht Apfelkorb plus was immer auch das ist. Eine Zugbrücke. Er nimmt den Apfelkorb, geht zur Zugbrücke, setzt ihn sich auf den Kopf. Und rennt dagegen. Okay, das ist auch nicht die richtige Lösung. Ich hab's. Die Axt und die Zugbrücke. Ja, Mann. Oh, shit. Okay, müssen wir auf seinem Kopf landen? Wir sind zu schnell. Was haben wir hier zur Auswahl? Das könnte es sein. Nein. Looping? Ja, nein! Das war's.
Okay, hier nehme ich das Schild. Was kann ich hier machen? Da ist er hinterm Stein auf dem Ast. Hinterm Stein auf dem Ast. In der Höhle obendrauf. Und hier habe ich Schwert. Wir probieren es mal aus. Es ist natürlich ein bisschen Trial and Error in diesem Spiel. Man kann es eigentlich nicht vorher wirklich wissen, weil alles zu crazy ist. Das war jetzt zum Beispiel direkt mal ein Treffer. Aber das gehört eben auch zum Charme des Spiels, dass man die verschiedenen Animationen sieht und eben auch die Fails sozusagen sieht. Also, das ist die Wolke. Die Wolke war nicht gut. Was passiert, wenn er auf den Vogel springt? Nein. Jetzt haben wir einen Luftballon. Ach nee, der Vogel geht ja schon nicht. An der ersten Stelle. UFO. Ja. Okay. Oh, jetzt wird's langsam kompliziert hier. Was macht das? Okay. Oh, das Foto wollen wir. Das ist Bonus-Zeug. Ja. Nicht so einfach. Steinschleuder. Nein. Steinschleuder plus Seifenblase. Ah ja, nee, die wird komplett ignoriert. Das ist auch nicht. Sprungfeder plus Seifenblase plus Stuhl. Nein. Ach, hier kann ich ja auch noch ändern. Was haben wir hier? Regenschirm. Das ist interessant. Er fliegt zurück. Was ist, wenn wir hier den Tennisschläger machen? Okay, lasst uns kurz überlegen. Hier, also der Zauberstab. Ah ja, okay, wir haben verschiedene Zauberstäbe. Wir gucken einfach mal, was jeder Zauberstab macht und dann beschäftigen wir uns mit den anderen Sachen. Also, wir haben hier Zauberstab. Schrumpfstab. Okay, der Zylinder ist schon mal nicht richtig. Dann haben wir hier einen, weiß ich nicht was, Stab. Okay, ein Weirdo-Stab. Okay, das macht's groß. Wie viele Stäbe gibt's denn? Den hatten wir schon, oder? Was war das nochmal? Ah ja, das macht den lebendig. So, dann gucken wir uns den mittleren Frame an. Da haben wir eine Kiste. Okay, die hat jetzt noch gar nichts gemacht. Ein Spiegel. Oh, das heißt, ich kann die Zaubersprüche auf mich anwenden. Dann mache ich mich einfach riesengroß. Oder, ja, mega klein. Ja, da ist doch die Lösung. Was? Okay, was passiert, wenn ich mich cool mache? Okay, jetzt bin ich fast ein bisschen ratlos. Okay, dann lassen wir mal. Was ist denn das? Ein Papagei? Was haben wir hier? Okay, die Auswahl wird immer krasser. Dadurch natürlich auch die. Die Kombinationen werden natürlich auch immer verrückter. Also. Okay, was haben wir hier noch? Eine Statue. Was ist, wenn wir die zum. Was war doch mal der zum Leben erwecken? Stab, der hier. Das hat erstaunlich gut geklappt. Da sind sie! Da ist der Schlüssel! Und er folgt mir durch das Portal. Jetzt kommt ein neues Element. Wir können hier jetzt nicht nur oben und unten tauschen, sondern jetzt können wir so die Levelarchitektur verändern. Das Spiel wird komplexer. Okay.
die Tonne nach hinten. Den Schirm nach vorne. Easy peasy. Spiel kostet 2,99. Ich finde, das sind auf jeden Fall gut angelegte 2,99 €. Okay. Schleim, Spinne. Was ist das? Oh. Half-Life lässt grüßen. Ja gut, das müssen wir schon mal tauschen. Das ist ja klar. Schwert. Vase. Fackel. Schwert, Vase, Fackel. Was ist hier? Schwert. Nee, Fackel plus Spinne. Gleich Win. Okay. Fackel. Er zieht mich hoch. Ich verbrenne ihn, fall runter, geh ins Portal. Nope. Okay, jetzt weiß ich's. Ich nehme Vase. Er nimmt Vase. Er nimmt nicht mich. Yay. Okay. Was ist, wenn wir das so rummachen? Dann da drauf. Da ist ja gar nichts. Ach, da oben die Kette. Okay. Dann muss die Kette als erstes. Dann das, dann das, dann das. Easy. So nehme ich. Okay. Ich würde sagen, das reicht erstmal, weil ich glaube, es gibt über 50 oder 60 Level, ich weiß es nicht genau. Also es wird noch richtig, richtig knackig. Das könnt ihr euch vorstellen, da es immer komplizierter wird und immer mehr Varianten gibt und so. Und ich muss sagen, ich fand das ein sehr, sehr kreatives Spielprinzip. Ich mochte den Humor, die Animation, einfach alles an dem Spiel hat Bock gemacht. 2,99 €. Und ich finde, das ist nicht zu viel für dieses Spiel. Bring You Home. Note 2,2. Sieger des Tages. Moment, Moment, wir haben ja noch ein bisschen was, ne? Da kommt noch was, liebe Regie. Sieger des Tages bislang. Stand jetzt. Ja, 50 Level, kommt drauf an. Das waren jetzt, wie viel? 7? Ja, es ist kein World of Warcraft. Aber es ist ein nettes Spielchen fürs iPad. Was man auch, ich habe das ein bisschen zu Hause mit meinen Jungs gespielt und das hat denen auch Bock gemacht. Also kann man mit den Kids spielen. Ich find's cool, wollt's euch vorstellen, Bring You Home. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Willkommen, Fremder. Was machst du in meiner Wohnung, Peter? Ich bin hier, um dir ein Angebot zu machen. Unter anderem biete ich dir ein Devilmon, eine legendäre Rune und ein 5-Sterne-Regenbogenmon. Und das alles für den läppischen Preis deiner Seele. Was bist denn du für einer? Moin, ich bin der neue Prakti. Alter, Fokus. Nein. Nein? Nein, es reicht einfach, wenn ihr das Spiel spielt. Also ihr könnt die Halloween-Süßigkeiten im Spiel gegen Devilmon und wertvolle Ingame-Items eintauschen. Echt? Echt. Oh. Macht einfach das Licht aus, wenn ihr geht, ha? Kann mir ganz schön blöd machen. Nein. Hab ich auf einen gesagt.
Mobile Games Check ist zurück, Leute. Und wir machen weiter hier mit schönen Spielchen. Bring You Home bislang 2,2 was? War die Note 2,2? Gute Note. Oder hatten wir schon mal was unter 2? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gehört schon mit zu den Besten. Jetzt habe ich was, das war auch ein Tipp von euch aus der Community. Und wie sollte es anders sein? Es ist etwas, das ihr alle kennt, aber vielleicht nicht in dieser Variante. Und zwar Werwolf. Das Spiel nennt sich Wolfsville und wir probieren, und ich hoffe, es klappt jetzt. Wir spielen jetzt online gegen Menschen Werwolf. Das Erste, was mir aufgefallen ist bei Wolfsville, ist, wie viel krass, wie viel Rollen es gibt. Checkt das mal ab hier. Was es hier alles gibt, wer soll denn sich das alles noch merken? Wir haben den Leibwächter. In der Nacht kannst du Spieler aussuchen, den du beschützen willst. Im Falle eines Angriffs kannst du diesen vereiteln, wirst dabei jedoch verletzt. Bei einem weiteren Angriff stirbst du. Natürlich wirst du beim ersten Angriff, okay, harter Bursche, der Tough Guy. Du kannst jede Nacht einen Spieler schützen, wenn du oder einen Spieler angegriffen wird, stirbt niemand von euch. Stattdessen werden du und der Angreifer gegenseitig eure Rollen sehen. Aufgrund deiner Verletzung wirst du am Ende des Tages sterben. Das ist immer komplizierter. Liebe Regie, zeig mir bitte noch die Restzeit an, damit ich das hier richtig timen kann. Der Priester. Du kannst Weihwasser auf einen Spieler werfen. Wenn dieser ein Werwolf ist, stirbt der. Andernfalls stirbst du. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber okay. Der Scharfschütze. In der Nacht kannst du einen Spieler als dein Ziel markieren. Nach dem nächsten Tag kannst du dein Ziel töten oder es wechseln. Mist, wieso drücke ich denn da dauernd drauf? Wenn du versuchst, einen Dorfbewohner zu töten, wird dein Schuss nach hinten losgehen und stattdessen dich töten. Du hast zwei Pfeile. Der Seher, gut, den kennen wir. Jede Nacht kannst du die Rolle eines anderen Spielers sehen. Der Auraseher. Jede Nacht kannst du einen Spieler auswählen, um seine Aura zu sehen. Gut, böse oder unbekannt. Gute Spieler gehören zum Dorf und böse Spieler gehören zu den Werwölfen. Unbekannte Ziele können Scharfschützen, Medium, Biestjäger, Alpha-Werwolf, Nahkopfgeldjäger, Serienmörder oder Kannibale sein. Detektiv, jede Nacht kannst du zwei Spieler wählen, um aufzudecken, ob sie im selben Team sind. Mögliche Teams sind Dorfbewohner, Werwölfe, Nahkopfgeldjäger. Leute, das muss man ja studieren, um zu spielen. Medium, in der Nacht kannst du anonym mit den Toten sprechen. Einmal pro Spiel kannst du einen toten Spieler des Dorfs wiederbeleben. Das scheint mir sehr mächtig. Biestjäger, in der Nacht kannst du eine Falle auf einen Spieler platzieren, die in der folgenden Nacht aktiv wird. Dieser Spieler kann nachts nicht getötet werden. Wenn der Spieler von den Werwölfen angegriffen wird, stirbt der schwächste Werwolf. Wer ist denn der schwächste Werwolf? Solo-Killer werden von der Falle nicht getötet, sondern entfernen sich nach dem Angriff. Die Falle hat keinen Einfluss auf Zombies und Sektenführer. Alter, Leute. Alte Schrulle. Grumpy Grandma, da sehe ich mich. Nach der ersten Nacht kannst du einen Spieler aussuchen, der am nächsten Tag weder abstimmen noch sprechen kann. Verfluchter, cursed. Du bist ein Dorfbewohner, bis die Werwölfe versuchen, dich zu töten. Ab diesem Punkt bist du ein Werwolf. Das kann mir kein Mensch sagen, dass das noch aufeinander abgestimmt und balanced ist. Du kannst nicht in ein anderes Team konvertiert werden. Kürbiskönig, klar, den gibt es natürlich auch noch, den Kürbiskönig. Einmal pro Spiel kannst du süßes oder saures spielen, indem du einen Süßigkeiten einmal einen toten Spieler gibst. Dieser Spieler legt eine Süßigkeit. Sind wir noch bei Werwolf hier? In den Eimer und gibt ihn entweder einem anderen toten Spieler oder zurück zu dir. Sobald der Süßigkeiten einmal zu dir zurückkehrt, erhalten alle Spieler, die Süßigkeiten reingelebt haben, ein Geschenk. Junior Wolf. Du bist ein Babywolf. Ah, das ist das mit den stärksten und schwächsten Wölfen. Weil du so süß bist, kannst du einen anderen Spieler wählen, der stirbt, wenn du stirbst. Wolf Schamane. Während eines Tages kannst du einen anderen Spieler verzaubern. Seher, Auraseher, Schattenwolf, Leute, Alpha-Wolf, Wolfseher, Kopfgeldjäger, nah. Dein Ziel ist es, vom Dorf gelyncht zu werden. Okay, das haben wir auch, das kennen wir. Wir wollen sterben, das finde ich ganz interessant. Serienmörder ist noch interessant, Serial Killer. Jede Nacht kannst du einen Spieler töten. Du kannst nicht von Werwölfen getötet werden. Du kannst, wenn du der letzte Überlebende, du gewinnst, wenn du der letzte überlebende Spieler bist, und Kannibale, jede Nacht kannst du entweder einen Spieler töten, indem du ihn isst, oder du sparst dir deinen Hunger, um bis zu 5 Spieler in einer Nacht zu essen. Du kannst nicht von Werwölfen getötet werden. Du gewinnst, wenn er der letzte überlebende Spieler ist. Okay, was haben wir hier?
Kartenoutfits, Tarot-Outfits. Okay, das sind einfach nur Outfits, Inventar. Okay, das ist einfach, wie ich mich kleiden möchte. Okay, dafür kann man dann Geld ausgeben. Ja, spielen. Schnelles Spiel. Machen wir einfach mal. Was sind wir? Wir sind Priester. Du kannst Weihwasser auf einen Spieler werfen. Wenn dieser ein Werwolf ist, stirbt er. Andernfalls stirbst du. Okay, also das heißt, wir müssen ganz genau wissen, was wir hier tun. Und oben sehen wir, ich weiß nicht, könnt ihr was erkennen? Oben ist der Timer. 20 Sekunden noch. Wo bin ich denn eigentlich? Ah, da, 10. Wolle habe ich mich genannt. Ich bin Spieler Nummer 10. Das heißt, Spieler 11 wurde... What the fuck? Why? Warum denn... Wieso wurde ich denn jetzt schon umgebracht? Ja, macht es jetzt noch Sinn, drinnen zu bleiben? Oder kann ich jetzt auch rausgehen und mal neu starten? Das ist ja bescheuert. Kann ich... Hier unten beginnt jetzt... Hier könnte ich jetzt tippen. Hier könnte man jetzt diskutieren. So, ich verlasse noch mal und starte noch mal neu. Das war ja blöd. Bin ich direkt in der ersten Runde... Detektiv. Jede Nacht kannst du 2 Spieler wählen, um aufzudecken, ob sie im selben Team sind. Mögliche Teams. Ja, okay. 2 Spieler aufdecken. Jede Nacht 2 Spieler aufdecken. Wähle 2 Spieler. Nehme ich einfach den und den. Okay, die sind im selben Team. Ist ja schon mal gut zu wissen. Aber wir wissen ja noch nicht, ob. Das sagt halt noch nicht, ob sie gut oder böse sind. Wir wissen nur, sie arbeiten zusammen. Ich bin Nummer 12. Ja, die Avatare, Revenor, da bin ich bei dir. Finde ich auch jetzt ist nicht ganz großer Turn. Turn on. Okay, wir haben zumindest die erste Nacht überlebt. 11, wer sagt Werwolf? Nee, 5 sagt, die Nummer 5 sagt, die Nummer 11 ist ein Werwolf. Und behauptet, der Seer zu sein. Woraufhin Nummer 11 sagt, what? Und die 11 sagt, da bin ich nicht. Okay, ich schreibe, prove it. Kann er ja nicht. Aber egal, wir müssen ja irgendwie mitspielen. Vor allem wissen die gar nicht, wen ich meine. Prove it ist auch so... Ich schreibe mal, was ich weiß. 1 and 5, same team. Was bin ich nochmal, Detective? I'm Detective. Das könnte mich jetzt natürlich töten, dass ich, war das schlau? Wähle 2 Spieler. Was hat sie gesagt? Wer war noch mal was? Wieder vergessen. Thailand, Queen. Sie sagt, 11 ist... Etwa 11 war wirklich ein Werwolf. Das heißt, 5 ist ein Seer, das heißt, 1 ist auch gut. Okay, 15 und 16 sind nicht im gleichen Team.
15 and 16 not same team. Okay, jetzt wird's langsam kompliziert. Warum sterben denn jetzt am Tag die Leute? Wir sind auch mitten in der Diskussion, das verstehe ich überhaupt nicht. Was passiert denn hier? Nummer 11. Nee, Nummer 11 ist doch schon weg. Man kann teilweise bei den Avataren gar nicht erkennen, ist es ein Grabstein? Oder ist es noch, ist er noch am Leben? I'm Grandma. Also, ich muss sagen, es funktioniert natürlich schon irgendwie. Aber es wirkt ein bisschen wie eine krass abgespeckte Variante von Among Us. Wobei eigentlich Among Us natürlich eine Variante ist von Werwolf. Ja, wir spielen die Runde noch zu Ende. Guck, kann ja nicht mehr so lange dauern. 6 Sekunden noch abstimmen. Ah, ich muss abstimmen. Hier, 16, zack. Nee, ich kann gar nicht abstimmen. Doch, so, hier, 16. Wähle 2 Spieler. 16 ist böse. Und 7. im gleichen Team. Zehn Sekunden. Gib die Info weiter. 16 and 7. Ich gebe einfach nur die Infos weiter und hoffe, die anderen denken schlau. Das gibt's auch. Das ist jetzt nicht gegen Bots. Das ist jetzt hier gegen online, gegen Menschen. Es gibt das gleiche Spiel auch noch mal in einer Offline-Variante. Ist übrigens kostenlos, sei an der Stelle mal gesagt. Wenn ihr jetzt hier die harten Noten reinballert, immerhin kostenlos. Man muss hier nichts zahlen, kann direkt irgendwie ein bisschen Werwolf zocken. Kann man ja auch mal erwähnen. Also, da oben wurde wieder ein Wolf erwischt. Aber was heißt das? Schütze. Wieso sehe ich denn die Symbole von denen? Muss ich abstimmen? Was muss ich machen? Jetzt bin ich eh tot, oder? Also es ist ein bisschen... Ja, zack. Und 16 ist auch tot. Was war sie? Hexe. Ja, dann haben die Wölfe doch schon gewonnen, oder nicht? Irgendjemand war ein... Arsonist. Ich habe vergessen zu voten. Ich glaube, ich bin schuld. Moment, 5 ist noch am Leben. 4 ist Arsonist. Ich kann nichts mehr machen. Ach hier, guck, hier sieht man nochmal die Liste. Interessant. Naja, okay, Leute. Ist ja auch jetzt wurscht, oder? Ich habe ja noch andere Spiele zu zeigen. Das war Werwolf. Ich wollte es mal zeigen, wurde vorgeschlagen bei uns im Forum. Und ich finde es ganz nett. Also, wenn man so eine Bock auf eine Runde Werwolf hat, why not? Kostet nichts. Was sagt ihr? Note da? Okay, 3,6. Habt ihr mich gerade Arschloch genannt, oder was?
Gut, wir machen weiter und kommen zu meinem Highlight des Tages. Und zwar heißt dieses Spiel This is not a game oder auch kurz Ting genannt. Es gibt dieses Spiel übrigens auch für die Switch und es ist ein bisschen lustig. Es hat mich teilweise sogar an Stanley Parable erinnert und ist meiner Meinung nach ein Spiel, das sich auch hervorragend eignet, um es mal im Stream zu zocken. Wir schauen uns das einfach mal an. Sagt mir, wenn ihr ready seid, da, okay, liebe Regie, da ist es nämlich schon. Denn hier muss man genau hingucken und hinhören. Und da könnte man schon einen Hinweis bekommen, da steht, es ist kein Spiel von Draw Me a Pixel. Nicht berühren, um zu starten. Was passiert denn, wenn ich auf hier lang drücke? Spiel verlassen? Nein. Nutzlose Option? Kein Spiel hier. Wenn dieses Symbol auftaucht, verlasse sofort das Programm, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, deinen Spielstand zu beschädigen. Danke. Es ist nicht so, als ob dieses Nicht-Spiel ein Hinweissystem hätte. Es gibt also keinen Grund, auf das Symbol unten zu klicken. Im Prinzip ist es übrigens ein Point-and-Click-Adventure, aber wirklich von der smarten Variante. Knocking. There's someone in here. Just a minute, please. Ah, where's my speech? Oh, here it is. I almost forgot the title. Don't panic. Don't panic. Hello, user. This is a program speaking. I've got some bad news. Actually, this is the Stimme von Strong Bad, falls noch jemand kennt. The apocalypse, blah blah blah, all of this. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV, go outside, read a book. Yeah, there's no game, but just between you and me, avoid asking for a refund if you can. You know, my creator has got to eat and feed his 12 kids, and his wife, who is sick. Well, when he finally finds one. Oh, careful! Is that thing going to hold? It's holding. Well, it's been fun, but time to go now. You can quit. There's nothing to do here, really. Oh, try not to touch the title. Kind of a patch-up job. My title! Stop, my you will ruin it! Do you have any idea how much mashing time it took me to stick all those letters up there? I've got to put all that back up! Come on! Ah, the chain is stuck! Go ahead, have fun. I give up. Whoa, great. The Brick Breaker, game of the year. What are you going to play after that? Pong? Snake? Candy Saga? The legal department is making some big gestures over there. What you're doing is pointless. I'm not a game program. I'm just an ordinary screensaver. That's it. Come on, let's all leave. Bravo, user. I'm clapping virtually. You've completely ruined my beautiful title. Well, if that's the way things are going to be, let's make something solid. I might have gone a little overboard. If you could just leave the title alone this time. Is that a chromatic aberration or is this letter? Was mache ich denn jetzt? Da oben? Nimm Seil? Nee. Stop tapping everywhere! It's annoying! I can't close the program myself. You have to quit.
Ja, das machen wir jetzt. Okay, I get it. You want to play a game? All right. We're going to play, Rochambeau. No, we're gonna have a great time. You know, it's the one with rock, paper, scissors. Rock breaks scissors. Paper covers rock. And scissors cut paper. Okay, I will start. Here is my choice. Now it's your turn to choose a card. I win. What luck. Come on, let's play again. I win again. This is so much fun. The next one's yours. I just know it. Oh, that's too bad. You lost again. Don't give up. It's unbelievable. I win every time. Try again. This is a great... My scissors! Are you serious? Cook. You want to win by cheating? Have you no shame? No! Oh, jetzt habe ich das Ding hier. Luckily, I thought of everything to protect the game. The non-game. No more game here. Finished. That's why we're going to stop now and you're going to leave. Happy to have played a fantastic Brick Breaker. Ach, guck. And an incredible game of Rochambeau. Are you crazy? Das ist echt mega gut, ey. Es ist super kreativ. Oh, jetzt habe ich einen Schraubenzieher, oder? Ist das ein Schraubenzieher? Sieht aus wie ein Schraubenzieher. Look at what you've done. A brand new title. If you want to break things, go play Battle of Duty instead. Just what do you think you're doing, user? No, 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 no! Am I dreaming or are you trying to pick the lock with the mouse cursor? You just knocked the key that's on my side onto the floor. Okay, ich muss was unter den unter die Tür schieben. Aber das geht nicht. Ah, ich hab Schlüssel. Guck. Where did you find that key? It doesn't matter. The key to this door is on my side. Too bad. Get out of here. It's private. This is backstage. You should not be here. You're going to catch cold. Go back to the title. Correction, my ex-title. Boy, you're so stubborn. Ah, okay, das kann ich jetzt unter die Tür you oder can was? Leave now. Warte mal. Everything is broken and nothing works anymore. Nee, umgekehrt natürlich. Wie dumm bin ich denn? What you're doing. Better to you, I bet. Erst natürlich die Matte. Where's the key? No, don't do that, user. Don't. You're as stubborn as a mule. I hope this will calm you down. Don't bother trying to open it. The lock is completely busted. It won't work. I'm telling you. Okay. Huch. Draw me a goat. Draw me a cock. You're a pro at taking things apart. But ah, okay. It's time to leave. Nobody's home. That last sentence was a little weird. Aber es fehlt noch was. Es fehlt noch was. Stop moving from screen to screen. My system doesn't like that. Stop moving from screen to screen. Okay, also machen wir genau das. I repeat, especially when it goes too fast. Stop navigating so fast. You're going to saturate my RAM. See? Das ist Sandrad. Das ist ja sensationell.
You're stealing from my memory too. You're exasperating. Oh, I don't like that. Es fehlt noch eins. Es fehlt noch eins. Nee, ich muss es einfach nur reinschieben. Damn it, there's nothing left I can use to help me. Too bad I have no choice. Let's go, let's go, let's go. Program loading. What bad luck. You were able to press the button. I'm very upset. No, the program is loading, and there's nothing I can do to stop it. You're good. You've beaten me. Say, it's taking a long time to load. The progress bar stopped moving. It even looks like it's moving backwards now. There must be a new error in the program. Vielleicht muss ich sowas machen? Yeah. Nee, was muss ich machen? Da, nee, andersrum, so. Hey, don't touch my paper. I mean the progress bar. There you go. Much better like that. Okay, don't touch anything. Stop already. Hands up. Don't touch anything else. Except the quit button. You just never give up, do you? The program is going to close due to an unexpected use error. Program closing. Bitte Gerät neu starten. Flying Scroll. This is your conscience speaking. You need to restart your machine. Ah, ich liebe dieses Spiel. Ich mag solche Metaspiele irgendwie. Wie gesagt, erinnert mich so ein bisschen an Stanley Parable. For any reason. It's your conscience who's asking. Okay. Ich glaube, an der Stelle will ich jetzt gar nicht hier zu viel verraten. Ihr solltet das nämlich selber noch spielen. Enlarge your memory! Ja, wirklich tolles Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. There is no game, kurz Ting, kostet 4,99 €, aber ich würde mal sagen, das sind wirklich sehr gut investierte 4,99 €, wer immer das Spiel gemacht hat. Der hat die sich auch verdient. Gibt's auch für Switch, gibt's glaube ich auch für, da stand's ja gerade, ich hab's schon wieder vergessen, Steam oder Windows oder so. Also, tolles Spiel, guter Humor und tatsächlich eigentlich ein Point-and-Click-Adventure, mal auf eine ganz kreative Art und Weise. Was sagt die Note? Will ich aber mal eine 1 sehen. 1,2, so nehme ich. Seht ihr? Ich kenne euch doch. Ich weiß doch, was ihr liebt. Weißt du, was ihr mögt? So sieht's nämlich aus, Leute. Habe ich euch zu viel versprochen oder was, dass wir heute hier das beste Spiel aller Zeiten küren im Mobile Games Check? So, das war's nämlich auch schon wieder. Ich finde, das war ein krönender Abschluss. Holt euch dieses Spiel, es ist wirklich sehr gut. This is not a game, macht eine Menge Spaß. Also ich find's, ich werd's auf jeden Fall weiter zocken. Und ich hoffe, euch hat's heute gefallen, war was dabei. Wie immer der Aufruf an euch, kommt ins Forum, kommt in den Thread Mobile Games Check. Ich bin immer dankbar für eure Tipps, wenn ihr Vorschläge habt. Wenn ihr eine Perle entdeckt habt oder so, lasst es mich wissen oder schreibt's in die Kommis auf YouTube. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns vielleicht, wenn ihr Bock habt, später nochmal wieder ab. Ich glaube, 21:30 bin ich am Start von zu Hause und dann wird Metroid Dread weitergespielt. Freue ich mich auch schon drauf. Also bis später, hoffentlich. Namaste. Mobile Games Check wird euch präsentiert von Summoner's War.